Hey Leute, und willkommen zu einem meiner ersten Spiele für die neue Rubrik Tims Spielekiste. Ja, um was kann es sich denn handeln, wenn man dieses Männchen da im Ladebildschirm sieht? Ich lasse euch noch Bedenkzeit. Richtig, und zwar Monopoly. Ja. Ja, komm. Alle Dinger sind hier vorbehalten, das interessiert uns nicht. Nochmal zur Info, ich werde das auch vermutlich in jedem Video machen für die Spielekiste. Und zwar werde ich hier hauptsächlich nur Aktionen für Grundstücke durchführen. Wir lassen das einfach mal, ich stelle hier nichts um. Vielleicht die Musik ein bisschen runtersetzen. Filmoptionen lassen wir mal an. Wie gesagt, die werden 25 bis 30 Minuten lang sein. Und dann ist es auch wieder vorbei. Es gibt zwar manche Spiele, die hier mit reinkommen. Zum Beispiel Civilization 2. Wo man sich vielleicht überlegen könnte, wenn ihr das unbedingt wollt, das als Projekt, als Let's Play Projekt zu sehen. Dann ist das was anderes, ne? Aber wir starten jetzt hier das Spiel. Ich will jetzt nicht hier ewig hier rumdoktorn und was erklären. Wir tun neues Spiel. Menschlicher Spieler. Das bin ich. Welche Figuren nehmen wir? Das ist alles das klassische. Wir nehmen das Auto. Jeder wollte das verfickte Auto sein. So, neuer Spieler hinzufügen. Nehmen wir mal den Fox. Und der ist mit dem Schlachtschiff. So. Nun haben wir zwei Spieler. Einmal eine KI-gesteuerte und einmal eine menschliche. Das bin ich. Und wir starten ganz einfach mal. Ich habe noch andere Monopoly-Spiele, zwei Stück. Für die PS2. Die werden hier in die Rubrik auch reinkommen. Aber wann die reinkommen werden, weiß ich halt nicht. Ich wollte jetzt nur zwei Parts schon mal für die Rubrik aufnehmen und ja, die dann auch irgendwie im Laufe der Zeit mal hochladen. Ja, gut. Okay, ich bin dran. Okay, ich würfle. Was kriegen wir? Eine 5. Die Animation damals. Südbahnhof. Ich habe nicht so viel Monopoly gespielt, muss ich sagen. Was ist das? Kaufen. Auktion. Geld aufbringen. Na komm, wir kaufen's. Scheiß drauf. Okay, Spieler 2. Mal sehen, wie weit der Fox geht. Grüße gehen raus an dich. Da wirft natürlich viel mehr. Ah, er kann nichts machen. Nur auf Besuch. Spieler 1, das bin ich. Aber ich muss sagen, damals, wo wir noch klein waren, haben wir das Spiel schon hin und wieder mal gezockt. Das gleiche Feld. Fuck. Okay. Aber wir haben es damals, glaube ich, nicht besessen. Wir haben es, glaube ich, hin und wieder mal ausgeliehen. Aber das war es auch schon. Ja. 7. Hier, 5, 6, 7. Ah, er kann eine Karte ziehen, glaube ich. Ja. Rücke vor bis auf los. Okay. Kriegt 4000. Ich bin dran. Okay. Wollen wir mal gucken. Aber wir damals in der Schule hatten wir auch so eine Art Info-Unterricht, sag ich jetzt mal, wo wir uns mit dem Computer befassen mussten. Hin und wieder durften wir auch irgendwie irgendwelche Spiele zocken. Und ja, da hatten die irgendwie so Monopoly Junior irgendwie auf dem PC drauf. Und da habe ich und ein Kumpel damals, Eisenstraße 2000, haben wir damals das Spiel wie bekloppt gesuchtet, ey. Ja, wir haben uns alle in der
gesamten Klasse irgendwie drum gekloppt, irgendwie an den Rechner zu kommen, wo das Spiel installiert ist. Das war damals noch Zeiten. Gegen Ende der Schule damals, wo das war, haben wir das Spiel dann halt nicht mehr gezockt, weil wir einfach nicht mehr an den Rechner kamen. Nordbahnhof. Ich kann nur mit Steuerkreuz. So, es besitzt sich zwei Bahnhöfe. Ich weiß nicht, ob die Bahnhöfe eine gute Investition sind. Aber eigentlich ist ja immer das Ziel, ja, gewisse Straßen zu haben. Wie gesagt, ich habe nicht so krass irgendwie mal Monopoly gespielt, sei es jetzt hier irgendwie auf dem Brett oder so. Das war halt damals nicht so bei uns. Wir hatten zwar hin und wieder mal Monopoly zwar gespielt, aber jetzt nicht so intensiv, dass wir jetzt Stunden damit verbracht haben. So ein, zwei Stunden hatten wir es schon mal gespielt, aber das war es dann auch schon, weil es war nicht so oft der Fall. Bahnhofstraße, das passt zu uns. 6.400 kostet das, ne? Oha. Ja komm, nehmen wir mit. Was soll's, was soll der Geiz? Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob das dann so klug ist, nämlich die Straßen einfach so, egal wo man drauf kommt, alles zu kaufen, ne? Aber naja, jeder hat ja seinen eigenen Berliner Straße. ich sag mal, seine Strategie, würde ich mal sagen. Das kauft auf jeden Fall. Na, wenn es wir nicht kaufen, kauft es auf jeden Fall die KI. Das ist ja wohl klar. Ah, wie kommen wir über los? Ich dachte, wir würfeln jetzt mindestens so, dass wir die das letzte Feld kaufen können. Und zwar die Schlossallee. Weil jeder wünscht sich die Schlossallee. Einkommenssteuer. Einkommenssteuer in Höhe von 4.000. Zahlen Sie 10%. Ja, 10%. Ich glaube, es hackt wohl hier. Ich bin kein Rockefeller. Museumsstraße. Was bin ich wieder? Komm, wirf mir mal eine gute Zahl. Eine 8. Darf ich da eigentlich jetzt gleich nochmal neu würfeln? Weil ich habe jetzt einen Pasch. Elektrizitätswerk. Wenn man besitzt dieses Elektrizitätswerk ist, ist die Miete 80 mal so hoch wie Augen auf den zwei Würfeln sind. Wenn man Besitzer beider Werke ist, Wasser- und Elektrizitätswerk, ist die Miete 200 mal so hoch, wie Augen auf den zwei Würfeln sind. Der Hypothekswert des Grundstücks beträgt 1500. Na ja, komm. Jetzt brauchen wir nur noch das Wasserwerk. Dann haben wir so gesagt ein Buff auf unsere Mieten. Beziehungsweise einen doppelten Buff, würde ich mal sagen. Wiener Straße. Fliegt ein Vogel dazu. So, komm her, nehme ich mit. Scheiß drauf. Ich besitze zwei Bahnhöfe, zwei Grundstücke und das Elektrizitätswerk. Naja, der wird jetzt nicht aufs Wasserwerk. Gut. Ab ins Gefängnis, du. Ey, ohne Scheiß, diese Animation, also die Bildchen, die da sind, ey, die könnte man glatt für irgendwelchen Bowlingbahnen nehmen, ey, die da immer gezeigt werden, wenn man da irgendwie irgendwelche Pins umwirft und so, ne? 12. Komm ich drüber, glaube ich. Yep. Alter, nee. Ich darf jetzt auch in den Knast. Ey, komm, ich hab einen Pasch. Naja, das nützt mir ja nicht. Ich
4. Okay. Wie viel muss ich eigentlich bezahlen? Ne, ich bezahle nichts hier. Ich glaube, es hackt wohl. Ich setze mein Würfelglück ein. Oh, 10. Ich darf raus, ne? Weil ich einen Pasch habe. Aha, tschüss, Fox. Frei parken. Es gibt leider keine Kohle in der Mitte. Komme ich jetzt drauf? 2, 3, 4. Nee. Ein Punkt zu wenig. Scheiße. Die Schillerstraße. Die nehmen wir doch mit. Sieht doch schön aus. So. Wieder 2. Der Würfel natürlich. Der ist so geizig zu bezahlen. Er kommt gar nicht mehr raus anscheinend. 5. Ah, Mist. Kann ich mir nicht leisten. Hauptstraße. Aktion. Geld aufbringen. Kann ich auch irgendwie. Machen wir mal hier. Nee. Handelsfenster. Belaste Grundstück mit Hypotheken. Verkaufe Gebäude. Schlage einen Handel vor. Spieler ist bankrott. Hä? Ich will ja hier weg. Ne, ich will hier raus. Ich will ja hier nichts machen. Muss ich da jetzt was machen? Okay, wir haben hier. Wir haben hier. Na gut, dann verkaufen wir halt was. Handelsfenster, Gebäude. Ich habe ja keine Gebäude. Ich würde dann das hier verkaufen. Ja? Ja, was mit diesem Spieler? Ja. Was möchtest du? Ich möchte. Nee, Bargeld möchte ich nicht. Besitzrecht. Mietimmunität. Handel abbrechen. Okay. Das. Nee. Das kapiere ich jetzt gar nicht hier. Können wir abbrechen. Menü. Nee, ich will hier nichts machen. Und du, Katze, halt's Maul da draußen. Ich kann hier aber auch nichts machen. Ich kann das Zeug nicht verkaufen. Ah, möchte ich einen Handel vorschlagen. Ich möchte. Besitzrecht. Ich hab doch das hier. Ich hab doch nicht hier die Berliner Straße. Hab ich doch nicht. Ich möchte hier das verkaufen. Ich kapier hier gar nichts. Ich mach das hier. Oh, ist das vorbei? Ey, ohne Scheiß, Leute. Ich hab jetzt nichts kapiert, wie ich was machen musste. Ich konnte irgendwie keinen Handel vorschlagen oder so. Ja, okay. Dann ist hiermit der Part vorbei. Es wäre sowieso etwas übertrieben, wenn ich jetzt. Ich gehe in die Spieloption mal rein. Wenn ich jetzt noch etwas länger gespielt hätte. Ja, das war Monopoly, Leute. Ne? Jeder kennt's, jeder liebt's, jeder hasst's. Ja. Wenn das hier nur ein bisschen mit dem Handel ein bisschen besser geregelt gewesen wäre, sage ich jetzt mal, dann. Dass man weiß, was man tut, dass man auch hätte rausgehen können oder. Ich konnte auch irgendwie nicht die Option, also ich konnte entweder das Ding kaufen oder handeln, ne? Naja, egal. Jedenfalls bedanke ich mich beim Zusehen, haut rein und ciao.